Jetzt wird er jetzt gerade zurück, dann wollen wir gerne heute spielen wir Dinner with an Owl. Was wahrscheinlich anhand des Titels zu erkennen ist, das ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ein Spiel, das man jetzt jeden Tag sieht. Und Props übrigens und Shoutout an die Person, die mir gefühlt 20 Mal gesagt hat, hey, spiel doch mal dieses Spiel. Hey, spiel doch mal dieses Spiel. Spiel doch mal dieses Spiel. Ich werde erst aufhören, wenn du es wirklich gespielt hast. Und ich habe mir gesagt, ja, ist schon länger auf meiner To-Do-Liste. Und ja, heute ist der Tag, wo wir spielen. Ich habe kurz auf die Steam-Page vom Spiel geschaut und es sieht wirklich strange, surreal aus. Ich bin mir nicht genau sicher, wie viel Horror da drin ist, aber es soll auf jeden Fall eine seltsame, creepy Atmosphäre haben. War was anderes sein. Es ist ein Point-and-Click-Horror-Game, was, glaube ich, eine halbe Stunde geht. Und wie man anhand des Namens vielleicht erkennen kann, geht es darum, dass man einfach zum Abend eingeladen ist von einer Eule. So einer Gentleman-artigen Eule, die sich freut, mit dir ein Dinner haben zu können. Und anscheinend kommst du hier einfach nie wieder raus. Du hast einfach jeden Abend ein Dinner mit dieser Eule und musst irgendwie versuchen, diese Hölle zu durchbrechen. Es klingt sehr strange. Ich weiß nicht, was hier sonst passiert. Wir starten einfach und gucken, wo es hinführt. Welcome, Mr. Webb. Mr. Brown is already awaiting you. You will find him in his office, down the hallway. Thank you. Have a pleasant stay, sir. Vielen Dank. Okay, was haben wir hier? Verträge? Was? Verträge, warum Verträge? He doesn't need the contracts. Hoppala, das war mein Red Bull, der war zum Glück noch zu. Hm. Was soll ich mit Verträgen machen? Wie werde ich hier wieder los? So, okay. He awaits you in his office. Können wir mit ihm reden? Nein, okay. Interessanter Grafikstil auf jeden Fall. Ist hier Office? Hier ist das Office, okay. Hello, buddy. Mr. Brown. Nice to meet you, Mr. Webb. But you... Did you have a nice arrival? Are you okay? I'm fine, thank you. You look hungry, though. Hmm. Business can wait until tomorrow. Well... But before we eat... You have to meet the other guests. Guests? I'd like to introduce you to Miss April Merritt. April, this is my business partner, Mr. Großartige Webb. Stimme. Nice to meet you. It's a pleasure. But don't you think it's quite odd that he's an... This is her daughter, Josie. Hello, sir. And you already met my butler, Declan, over there. Mm-hmm. Very well. Guys! What's going on here? Let's have dinner. Okay, I like it. Die Musik ist sehr komisch. Die Atmosphäre ist strange. Declan really surpassed himself. Yummy! What do you think, Mr. Webb? Ist wirklich sehr lecker. Mich würde eher das. Ich glaube, wir sollten das nicht fragen. Ich habe das Gefühl, dass die anderen mitspielen, dass denen bewusst ist, was hier abgeht, aber die nicht darauf eingehen wollen, weil sie Angst vor ihm haben. Deswegen sage ich mal, es ist wirklich sehr lecker. Pretty good, indeed. I'm glad to hear that. There's nothing better than a good dinner. Mhm. Okay, komm. I'm more interested in why you are an owl. So, everyone finished? Yes, Mom. I will guide Mr. Webb to his room then. Okay, ich glaube, die würden jetzt erzählen, was los ist, oder? Should I stay here? With Mr. Brown? I'll be right back, okay? We'll see each other tomorrow. Just come to my office when you're ready. We've got a lot of work to do. Mhm. Okay, bitte erzähl mir, was hier abgeht. Upstairs. Second door on the left. So, now that we are alone, what the heck is wrong with Mr. Brown? Psst. He might hear us. Es gefällt mir. Es gefällt mir. Möchtest du von hier verschwinden? Warum soll ich nicht aussprechen, Why was er shouldn't ist? I speak out about what he is? Because it's very dangerous to provoke him. He doesn't seem to be aggressive. But he has been in the past. Hmm. Wie lange bist du schon hier? Have you already been here?
I don't know exactly. Weeks. Maybe even months. He won't let us leave. Okay. Willst du ihn verschwinden? Ich meine, sehr wahrscheinlich. This place? Of course I do. Was hältst du von Declan? What do you think about Declan? I don't know if we can trust him. Maybe you can find out. Let's go then. He is with Josie right now, and I won't leave without her. Let's just go and get her. What could he do to stop us? You underestimate him. Sometimes he lurks in the dark, eavesdrops on our conversations. I think he even poisoned the tap water. The only way you could help us is to neutralize him. Before you fall under his spell. Okay, es gefällt mir echt sehr, 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 sehr gut. Das ist eine ganz komische Art von Surrealität, wo man nicht weiß, ob man den anderen vertrauen kann. Was ist überhaupt echt? Es wird einem nichts erklärt, wird aber direkt reingeschmissen. Aber mal wieder mein Beispiel, was ich immer sage. Ich weiß nicht, was ich mit Verträgen machen kann. Das verstehe ich nicht ganz. Wahrscheinlich muss ich mit ihm über die Verträge reden. Good morning, Mr. Webb. Hier, ich habe da was für dich. Also wahrscheinlich hat mir irgendwie ein Geschäftstermin mit ihm, ne? Ja. We're making good progress here. See you later at dinner. See you there. We'll see each other. Okay. Ja, was ich mal wieder sagen wollte. I often can't find any sleep at night. Then I like to observe the stars through my telescope. Großartiges Worldbuilding. Man spielt das 5 Minuten und direkt fühlt man sich komplett heimisch hier drin, als ob man ein Spiel seit 8 Stunden spielen würde oder sowas. Wenn das einfach ein späteres Kapitel wäre. Das ist eine Sache, die man irgendwie immer mehr appreciiert, umso mehr Spiele man spielt. Das ist einfach, dass man schnell mitbekommt, wie schnell ein Spiel in die eigene Welt, also in die Welt des Spiels hineinsaugen kann. Vor allem bei kurzen Spielen ist das natürlich sehr wichtig. Okay. What do you recommend to drink? We've got a decent selection of red wine. Just don't drink the tap water. Why shouldn't I? Well, the water in this area is a bit limey. Okay. What's for dinner today? Porridge. I love that. May I ask you a personal question, Declan? Certainly, sir. Das Voice Acting ist großartig. Do you like working for Mr. Brown? Well, he's a good man, I guess. Ich glaube, der Typ ist einfach hier gefangen, oder? Have er kann gar nicht weg. About quitting your job? Excuse me? Do you think about leaving this house? It's not that easy. I will take care of it. But I need your help. What should I do? Can you provide me some sort of weapon? Well, there are plenty of knives in the kitchen. Wie direkt ganz aber auch versucht zu helfen, ne? Meet me tomorrow at this place. We have to eat dinner now. Strange. How was work? Mr. Webb is a tough negotiating partner. But I'm confident that we can conclude an agreement. We'll find a solution for our problem soon. You're our only chance. Don't worry. It will be over soon. I'm afraid it may already be too late. Ich finde, das wirkt alles wie... Wie erklärt man es am besten? Als ob man einen Traum von einem Theaterstück haben würde. So ein Kammerspiel oder sowas. Wie die Personen miteinander reden, wie alles
Katzen, was macht ihr da? Ja, als ob man einfach einen Traum von einem Theaterstück haben würde, weil es... Okay, warum guckt er mich jetzt an? Sagst du es, weil ich nichts mache? Ist ja ganz cool. Es ist schwer zu beschreiben, aber wahrscheinlich wisst ihr, was ich meine. Die Leute reden auf eine sehr übertriebene Art miteinander. Das ist alles sehr exzentrisch. Aber gleichzeitig wirkt es alles geschauspielert. Man kriegt keine wirkliche... What are you up to? I... Okay. I knew it all the time. But it won't work. You hear me? Mr. Brown. Declan. I didn't do anything wrong, sir. It's me who decides about that. Come to my room after dinner. No, sir. Please. Okay, ich glaube, das Gefühl kommt eher daher, weil alle anderen Leute natürlich eine Rolle spielen in seinem, also in dem Theaterstück von, ich finde es cool, dass ich mich da im Spiegel sehe, ein Theaterstück von Mr. Brown. Alle spielen natürlich irgendwelche Rollen mit, weil sie einfach Angst haben vor ihm. Aber wir wissen immer nicht, was er genau machen kann oder warum die Leute Angst haben. Here it is. Okay. Thank you, Declan. Be prepared to leave this house soon. I just hope that it works. I don't need an umbrella at the moment. Sicher. Können wir ihn abstechen? Lieber nicht. Am Ende funktioniert das noch, wir haben ihn einfach abgestochen, grundlos. Ist ja wahrscheinlich keine gute Idee. Kann ich hier lang? Kann ich gar nicht, ne? Kann ich ins Büro gehen? Es würde nicht funktionieren, aber fuck it. Pff. He's dead. Er wird einfach wiederkommen, oder? Der wird einfach wieder da sein. Oh, warum hab ich das getan? Let's get out of here. Can we really leave now, Mommy? I think it's already too late for him. Okay. No, not again. Oh, I'm so thirsty. Let's have dinner. What? Welcome, Mr. Chambers. Mr. Webb is already awaiting you. You will find him in his office. Ah, oh, that's cool. Thank you. Have a pleasant stay, sir. Okay. Es benimmt einfach immer die Person, die ihn tötet, seine Rolle. Und er hat immer einen neuen Namen, kommt immer wieder neu dazu. Und versucht, den Typen umzulegen. Hallo. Mr. Webb? Nice to meet you, Mr. Chambers. Did you have a nice arrival? Yes, but... You look hungry. But before we eat, you have to meet the other guests. Okay. Guests. Okay, jetzt ihn einfach töten scheint nicht zu funktionieren. I'd like to introduce you to Miss April Merritt. Ist jetzt exakt der gleiche Text April, wieder? This is nice to meet you. It's a pleasure. This is her. Hello, sir. And you already very well. Let's have strange. Delicious. What do you I'm really tired. That's hardly surprising. You had an exhausting, and we've got a lot of. We'll see. Just come. I will guide, Mr. Aura. Okay. Ja, ist exakt das gleiche wie vorher. Muss die Rollen geswitcht wurden. Okay. Do you? Let's go. He and I will. Let's just what you under. Sometimes he lurks in the dark. Verstanden, okay. Ich glaube, wir dürfen einfach nicht töten. Das habe ich schon verstanden. Und es werden wir einfach... Ich frage mich, wie lange man das weitermachen könnte. Wie viele Loops von Personen wird das Spiel mitmachen? Wie viele Namen hat das Spiel? Kann ich eben eine Schirmstunde? I don't need. Ja, ich weiß noch nicht, wieso. Raus kann ich nicht. Ich schätze, wir arbeiten jetzt mit ihm oder wir reden mit Good ihm? Good morning, Mr. Chambers. Just hand over the... Just... Okay, also wir müssen einfach nochmal arbeiten mit ihm. Hello? Ja, yeah, ja. Yeah. Got it. Enough. See you there. Okay,
nochmal mit dem We'll reden? See. Nee. Kann ich mit Declan reden oder ist der jetzt schon. Ja, what? Voices in my head, they're screaming the name of a long forgotten past. They're threatening me. This shell is built to last. Okay. Hear me out, this ain't over soon. Day in and day out, we feast at noon. The final contract might get you out. Go figure what it's about. If I can leave, then you can too. No men, no women, no innocent daughter. They'll have to see this through. It may have started out with a sip of the water. Okay. Für unser Hauptcharakter auch überhaupt nicht, was es abgeht. Der Originaltext ist anders als Übersetzung. Of service. What do you reckon? We've got a just why shouldn't we? Well, the what's for dinner today? Mashed sounds delicious. May I ask you? Certainly. Do you like working? Well, may I? Es ist komisch unheimlich alles. Do you think it's not? I will take what I need. What should I? Ich meine, er scheint irgendwie auch zu wollen, dass wir ihn auch befreien. Wir müssen irgendwie seinen Fluch brechen, damit wir abhauen können. Fragst du halt, wie wir das machen. Irgendwas mit dem Wasser. Mr. Chambers is a tough negotiating partner. Und mit den Verträgen. But I'm confident that we can conclude an agreement. We'll find a solution for our problem soon. Die Frage ist halt, wissen die anderen Charaktere? Ich meine, Declan weiß es, hätte halt so kommentiert, dass wir zu ihm geworden sind. You're our only chance. Und sie wusste irgendwie auch, dass wir schon zu weit sind. I'm afraid it may already be too late. Okay. Vielleicht darf ich gar keine Verträge abschließen? Ich weiß es nicht. Das könnte sehr viel sein. Ne, hier wird uns ja wieder erkennen. Ne? Dürfen nicht vorbeilaufen. Ich bin. Okay, machen wir mit Verträgen einfach mal weiter. I've got to work on something different at the moment. Please come back later. Okay, kann ich normal mit ihm reden? I've got please. Nein. Ist hier sonst irgendwas drin? Nein, na gut. Declan. Here it is. Können Sie mir ein weiteres Messer geben? Give. Here you go. What? Thank you. Be prepared to leave this house. I just. Wieso habe ich. I don't want to hurt him. Okay. Gut. Können wir uns Spiegel? Ich weiß noch nicht, warum ich das tun sollte, aber. See you later. Okay, können wir ihm die Verträge zeigen? He doesn't need the. Nein, dachte ich mir schon. Okay, Spiegel war auch nichts. Spiegel war einfach nur diese eine komische Horrorvision. Hier ist wahrscheinlich aber der Dining Room, ne? Okay, vielleicht wollen wir jetzt mit den Verträgen arbeiten weiter. I've got to plead. Nein. Ja, dann was soll ich denn machen aus den. He's dead. Hm. He's. Sonst kann ich auch nichts machen, ne? Das Problem ist, wenn ich jetzt rausgehe, triggert, glaube ich, wieder das gleiche von vorher. Let's get out of here. Can we really leave?
leave now, Mommy? I think it's already too late for him. Hmm. No, not again. Oh, I'm so thirsty. Let's have dinner. Okay, aber ich meine, es geht ja trotzdem weiter. Vielleicht muss man es einfach mehrmals machen. Welcome, Mr. Dawson. Okay. Mr. Chambers is already awaiting you. You will find him in his office, down the hallway. Thank you. Have a pleasant... Okay, this place looks... Ja. Strangely familiar. Das glaube ich dir, Kollege. Butler, nicht mal mein Name. He awaits you in his office. Hm. Vielleicht hat er generell auch keinen Namen gehabt, bevor man nicht mit Mr. Wem auch immer. Mr. Eule, wie auch immer der gerade heißt. Chamber? Was auch immer. Geredet hat mit einem Sarg, wie er heißt. Mr. Chambers. Chambers, ja. Nice to meet you, Mr. Dawson. Hello, Mr. Chambers. Did you have a nice arrival? Yes, but... Yes. You look... But before... Yes. Yeah. I'd like to... April. This is... Nice to meet you. It's a pleasure. Mm-hmm. This is her... Hello. And you already met... Very well. Let's... Okay. Ich achte darauf, dass irgendwas ändert. Delicious. What do you think, Mr. Dawson? Vielleicht muss ich einfach mal richtig freundlich sein. I'm glad to hear that. Täglich grüßt das Murmeltier-mäßig. I am really tired. That's how you had an and we've got. We'll see. Just come. Okay. I will guide me. All right. Should I stay here with Mr. I'll be right back. Okay. Your room is upstairs. Second door on the left. Have a good night. Sleep well. Vielleicht soll ich dann einfach mal überhaupt nicht nach dem Messer fragen. Ich weiß nicht, warum ich eben zwei Messer hatte. Das war auch sehr seltsam. Okay, Büro. Good morning, Mr. Dawson. Good morning. Lasst uns arbeiten. Enough. We're making... See you there. Okay. Sagst du es anders im Teleskop? Nee, ne? I often, then I... Yep. Alles klar. Gut. Wir sehen uns beim Dinner. Ich freue mich schon. Hallo Declan. Bisschen freundlich mit dem Quatschen oder so. How may I be? Was gibt's zu essen? Porridge. Oh, schon wieder. I love that. See you later. Okay. Ja, müssen wir mit dem... How may I? May I? Certainly. Have you ever thought about? Excuse. Do you think it's not my master possesses the people inside this house? Oh. Everyone who stays here longer than a few hours falls under his spell. Okay. I will take care of it, but I need your help. What should I do? What do you reckon? We've got a decent just... Why should... Well, the... Ja, das Wasser, ja. See you later. Vielleicht... Kann ich gehen, ohne eine Waffe zu nehmen? Ich glaube, es geht nicht, ne? Ich glaube, ich muss... Ich glaube, ich habe keine Möglichkeiten. Ich glaube, es ist einfach immer das Gleiche, was man machen muss. Die Story geht von selbst weiter. Can you provide... Well, there... That should... Meet me to... But hear my words. It may already be too late for you to survive this situation. The only way to stop this... man would be if he was killed by someone who just arrived at this house. We have to eat dinner now. Ich hab 'ne Idee. How is work? Mr. Dawson is a tough negotiating partner. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. But I'm confident that we can conclude. Ich hol mir ein zweites Messer und versteck das zweite Messer im im Schirmhalter oder was auch immer das war. Und dann muss ich, wenn ich ankomme, direkt das Messer nehmen und ihn abstechen, oder? Ich hätte aber gerne wissen, wie es weitergeht, wenn ich einfach ewig... Mr. Dawson, what are you up to? I knew it all, but it won't work. You hear? Mr. Declan. I didn't do... It's me. Come to my room after dinner.
No, sir. Please. Okay. Here it is. Let's go. Can you... Here you go. Thank you. Be prepared to... I just... Ja, das wird nicht funktionieren, aber kann ich eins so... Ja. I concealed a knife inside the umbrella stand. Mhm. Okay. Ich schätze... Das ist der Weg, ne? Ich hatte mir das am Anfang schon machen könnte, ob es gar nicht geht. Bye. Let's get out of here. Can we really leave now, Mom? I think it's already too late. Ja, glaube ich auch. Weiß ich auch. No, not again. Ich finde, dass mir auf Decken das schon mitgemacht hat, der Arme. Aber ich weiß nicht, was mit diesem Wasser zu tun hat. Let's have dinner. Seltsam. Vielleicht gibt es auch einen alternativen Weg, wie man es schaffen kann, ohne ihn zu töten. Welcome, Mr. Riley. Mr. Dawson is already awaiting you. You will find him in his office, down the hallway. Thank you. Have a pleasant... There goes another one. There is a knife hidden inside the umbrella stand. Mhm. Ich schätze, es gibt zwei Enden. Einmal gibt es die Möglichkeit, ihn jetzt einfach zu töten. Wir können alle abhauen, außer wir vielleicht. Und die andere Möglichkeit ist wahrscheinlich, die Verträge irgendwann abzuschießen, wenn man es ewig weitermacht. Aber fuck it. Ich will gucken, ob das geht. Let's get out of here. Can we really leave now, Mommy? Yes, my dear. This creature won't detain us any longer. We'll leave this nightmare. And never look back. Okay. Strange. Ich gehe mal stark davon aus, es wird mehrere Enden geben, ne? Aber sehr, sehr, sehr cool. Ich meine, es wurde wenig davon erklärt, warum jetzt die Sachen wirklich so waren, wie sie waren. Aber ich bin schon ein Fan davon. Good shit. Na gut. Haben sie den Song extra hierfür gemacht? Wahrscheinlich schon. Ja klar, ich meine, die Lyrics, klar. Ja. Ich würde empfehlen, wenn ihr das andere Ende sehen wollt, schaut am besten einfach mal auf YouTube. Es gibt ziemlich viele Leute, die das Spiel gespielt haben. Ist so ein sehr kreatives Game, finde ich sehr cool. Es ist natürlich jetzt nicht super harter Horror gewesen, aber stark atmosphärisch würde ich es auf jeden Fall bezeichnen. Und surreal unheimlich. Sind die normalen Credits irgendwie ablaufen? Ja, okay. No. Okay, das war Dinner with an Owl. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Ich finde es für eine Bewertung ist ein bisschen zu kurz, aber ich finde es auf jeden Fall interessant und cool. Ich meine, es ist Free-to-Play. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es ist Free-to-Play auf Steam. Das heißt, wenn ihr optional das andere Ende oder möglicherweise anderes Ende sehen wollt, schaut es euch einfach selbst an. Ihr könnt selbst spielen und lasst dem Entwickler auf jeden Fall auch eine Review da. Freut er sich bestimmt drüber. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es ist interessant, es ist natürlich ein bisschen kurz und ein bisschen... simpel. Ich glaube, man hatte bis zu dem Punkt, wo ich jetzt war, noch keine andere Möglichkeit gehabt, was anderes zu machen. Vielleicht hätte man ein paar Tage vorher schon das zweite Messer verstecken können, dann direkt die Eule abstechen können. Geht bestimmt. Aber ich glaube, das alternative andere Ende, wo man wirklich die Eule selbst befreien kann, war noch gar nicht möglich. Vielleicht doch. Ich habe es nicht ganz gerafft. Vielleicht kann man irgendwie Verträge verstecken. Hat man zwei Verträge auf einmal oder keine Ahnung, wo sowas gehen würde. Damit man halt einfach alle Verträge auf einmal eben gibt und sagt, hey komm, wir arbeiten das einfach alles am ersten Tag durch. Wäre jetzt eine Idee, die ich haben könnte, aber wahrscheinlich funktioniert es nicht so, ich habe keine Ahnung. Aber ich meine, das Spiel ist ja auf jeden Fall noch weitergegangen. Wir haben es nicht die ganze wiederholt. Die Charaktere sind darauf eingegangen, dass wir jetzt mittlerweile am 10. Tag waren. Declan hat gesagt, so, hey, hier ist schon wieder einer. Also vielleicht gibt es auch ein ganz komisches alternatives Ende, wenn du es 50 Tage durchziehst oder sowas, dass dann irgendeiner sagt, so, hey, ich habe keinen Bock mehr, lass uns einfach gehen. Oder irgendwas in der Richtung, oder wo die Eule irgendwas komplett anderes sagt und keinen Bock mehr hat oder irgendwie wütend wird oder was weiß ich. Ich hätte aber gerne nochmal gesehen, was die Eule überhaupt Böses machen kann, weil ich meine, es wurde mehrmals erwähnt, ist sie früher irgendwie gewalttätig und unheimlich war und irgendwelche bösen Sachen getan hat. Aber wir haben jetzt davon nicht viel gesehen, außer dass sie halt Leute einfach nicht hier rauslässt. Aber diese passive Aggressivität gemischt mit dem Wissen, dass das Ding irgendwie ultramächtig ist, hat eine komische Atmosphäre erschaffen, weil alle Charaktere einfach extremen Respekt vor ihr hatten. Ich hätte es aber, glaube ich, cool gefunden, wenn
Declan und die ganzen anderen Leute vielleicht nicht direkt mit uns mitgearbeitet hätten. Natürlich ergibt es Sinn, wenn man weiß, dass es wahrscheinlich schon die 500. Wiederholung der Story war, an dem Punkt, wo wir im Spiel angefangen haben, und die anderen Charaktere wahrscheinlich schon ein paar hundert Mal gesehen, was die ganze Zeit schief läuft und konnten sich vielleicht nicht mehr so ganz dran erinnern. Aber wenn die so wirklich so doll Angst hatten vor dieser Eule, finde ich es ein bisschen komisch, dass sie halt direkt mitgearbeitet haben, direkt erzählt haben, so, hey, hier, das und das, pass auf. Und dass wir nicht vielleicht ein bisschen subtiler erzählt hätten, dass wir selbst drauf kommen müssen. Damit die halt nicht bestraft werden von der Eule oder so. Aber gut, das wird dürfen auf. Von mir aus definitiv eine Empfehlung. Interessantes Konzept. Ein bisschen zu simpel, aber er ist auch nicht super lang. Deswegen, ja. Okay. Schaut euch mal da, was ihr von mir gehalten habt. Lasst noch oben, dann sehen wir uns auch noch. Bye, bye.